Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Attila, nachdem ich euch ja gestern schon gesagt habe, dass dieses Total War im Grunde eine Neuauflage von Rome 1 Erweiterung oder eigentlich war es ja ein unabhängiges Spiel, Barbarian Invasion ist, was aber keineswegs schlecht zu bewerten ist, denn ich fand das damals schon recht fordernd. Gibt es heute eine neue Fraktion aus dem Bereich der großen Wanderer, die ich euch vorstellen möchte. Das Ganze wird etwas einfacher am Anfang zu spielen sein, da wir im Gegensatz zum gestrigen Oströmischen Reich diesmal nicht so ein riesiges Reich mit vielen Provinzen kontrollieren müssen. Das ist also von der Verwaltung am Anfang etwas einfacher. Schwieriger ist es allerdings dadurch, dass wir derzeit gar keine Startsiedlungen haben, sondern lediglich ostgotische Horden, die sich durch Europa bewegen. Das heißt, wir müssen zunächst einmal erst eine Siedlung finden, die wir erobern können, um uns dort dann niederzulassen. Der Vorteil ist, wir bekommen plus 250 Wachstum bei Start einer Migration oder Neusiedlung. Und als Erben Roms haben wir keine Instabilität beim Besetzen von römischen Siedlungen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, römische Einheiten in römischen Siedlungen, also zumindest wenn diese Militärgebäude besitzen, zu rekrutieren. Gut, dann starten wir. Ihr seht, wir fangen hier unten im Bereich Makedonien an und ja, ich werde gleich das Video überspringen, wie auch schon gestern. Das könnt ihr euch dann gerne in Ruhe selbst mal anschauen. Ehemals nördlich der Donau. Gut. Da sind unsere Missionsziele. Technologien stehen uns Gemeinschaftsbesitz sowie regionale Verteidigungskraft zur Verfügung. Gehen wir zunächst mal auf zivile Forschung. Bereit zum Kampf. Wir haben, wie ihr seht, zwei Streitkräftesiedlungen gibt es halt nicht. Die sind alle im Besitz anderer Fraktionen. Dann liegen wir mit dem Weströmischen Reich und den Hunnen im Krieg. Das Oströmische Reich und die Vandalen sind allerdings auch nicht gut auf uns zu sprechen. Schauen wir mal, wo wir nun längs marschieren. Krieger, bewegt euch! Gibt es nichts weiteres? Bewegt euch, Männer! Ich erwarte eure Befehle! Wir haben ein Rundeneinkommen von minus 52. Für den Stamm! Und beenden dann zunächst einmal die Runde.
eine weitere Neuerung in den Menüs, das zeige ich euch dann gleich in der nächsten Runde, ist, dass euch angezeigt werden, wer eure Feinde sind. Okay. Teilen wir mal den Segen. Das können wir nicht tun. Ich erwarte weitere Befehle. Da haben wir dann auch schon die eure Befehle. Auf geht's. Erste weströmische Siedlung. Gibt es nichts weiteres? Wir belagern ihre Hütte. Die Siedlung wird belagert. Lagern zunächst einmal. Für den Stamm. Das können wir nicht. Wie lautet euer nächster Befehl? Für den Herrn, unseren Retter! Gut, dann müssen wir entsprechend Belagerungswaffen. Wir werden diese Siedlung für den Stamm einnehmen! Runde beenden. Ja, was neu ist, ihr seht hier in roten Buchstaben jetzt dargestellt. Es wird euch dann angezeigt, entsprechend, wer eure Feinde sind. Dass man dann tatsächlich immer noch so ein bisschen den Überblick behält. Ah, okay, wir haben Imperium erreicht. Haben jetzt auch ein Plus an Steuereinnahmen. Besitz entwickelt. Na, gehen wir auf Arbeitsdienst, bietet uns dann plus 5% Wohlstand aus Landwirtschaftsgebäuden. Ja, am Anfang ist es wichtig, hier vielleicht erst einmal die zivile Forschung voranzutreiben. Zu den Toren denn, des Himmels! Wie ihr ja sehen könnt, ihr startet mit einer Negativbilanz des, der Wirtschaft. Und von daher ist es natürlich zunächst einmal wichtig, die Wirtschaft anzukurbeln. Wir belagern ihre Hütten! Gut, dann wollen wir angreifen. Ich werde das automatisch berechnen lassen, denn im Grunde haben wir wesentlich mehr als der Feind. Und ihr seht ja, es wird hier auch angezeigt, dass wir eindeutig gewinnen werden. ...3360 gegen 660. Gefangene haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was wir machen wollen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, halt die Siedlung zu besetzen, dann wird unsere Migration automatisch beendet. Wir können sie halt ausrauben, bekommen dann entsprechend Gold dafür. Oder wir befreien die Siedlung.
dann können wir alternativ auch plündern und besetzen. Oder halt das Ganze niederreißen. Habt ihr noch weitere Befehle? Ihr seht, wir haben jetzt ein sehr hohes Defizit an Einkommen und Ausgaben. Die Nahrungsmittel sind auch entsprechend knapp. Ich erwarte eure Befehle. Bewegt euch! War das alles? Okay. Ah, okay. Provinzstatthalter mal wieder vergessen. Bereit zum Kampf! Und ihr seht, hier die Fähigkeiten, Menüs sind mittlerweile auch anders. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte zur Verfügung. Nehmen wir mal die Baukosten reduzieren. Ein Erlass noch entsprechend auswählen. Gut, Hungersnot, das ist klar. Das Steuerdefizit hat sich jetzt etwas verringert. Um die Hälfte ungefähr. Wenn wir jetzt die Gebäude entsprechend umbauen. Okay, das müssen wir dann nächste Runde machen. Jetzt haben wir nicht genügend Gelder zur Verfügung.
Krieger! Wir werden diese Siedlung für den Stamm einnehmen! Auf geht's! Wir belagern ihre Hütte! Bankrott. Das ist natürlich das große Problem, das ihr als wandelnde oder wandernde Horde habt, dass eure entsprechenden Einnahmen natürlich nicht wirklich vorhanden sind. Dass man vielleicht eine Runde durchhalten kann. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich erwarte eure Befehle. Wir werden diese Siedlung für den Stamm einnehmen. Für den Stamm. Nächste Runde sind die Kunsthandwerker fertig. Drei Runden noch bis zu den Marktständen. Krieger! Für den Stamm! Den Staatsbankrott können wir im Moment leider nichts machen.
Wenn sich die Wolken zusammenziehen, suchen weise Männer nach Unterschlupf. In euch haben wir dies gefunden. Schauen, ob wir... Gut. Jetzt haben wir dann nochmal eine Runde länger durchgehalten. Dann setzen wir mal die Steuern zunächst auf Maximum. Das gibt uns dann auch nochmal wenigstens ein paar Einnahmen. Kein Krieger will im Kampf allein dastehen. Sollen wir aufeinander Acht geben? Wir haben lange geredet, um eine Übereinkunft zu erzielen. Nun müssen wir... Denkt immer dran, es kann euch auch zum Verhängnis werden, wenn ihr zu hoch pokert. Gepriesen sei der Vater! Wie kann ich euch helfen? 120 Mann. Gibt es nichts weiteres?
Okay, 8005. Ist ordentlich. Gut, dann beenden wir erstmal die Runde. Bereit zum Kampf! So, ja, sorry, das Spiel ist jetzt gerade zweimal hintereinander beim Beginn dieser neuen Runde abgestürzt. Ich hoffe, dass es jetzt ohne Probleme weiterläuft. Hier noch etwas überirdisch. Für den Stamm! Die Siedlung wird belagert! Wir belagern ihre Hütten. Für den Stamm. Immer ausrauben die Siedlung. Bereit zum Kampf. Landwirtschaft mal etwas ankurbeln können.
Die Götter sprechen mit Donner und Sturm, aber sie wollen, dass wir eure Verbündeten werden, wenn ihr es denn so lasst. Lass mich leider nicht drauf ein. Schleiß müssen wir langsam in den Griff bekommen. Hier bekommen wir ganz am Ende erst einen Bonus auf Nahrung. Getreidelager können wir uns leider nicht leisten. Das würde ja plus 30 nochmal Nahrung geben. Dann die Hofstadt. Hier werden wir gerade geplündert. Von den Hunnen. Krieger! Angriff! Tötet! Bewegt euch, Männer! Tötet sie alle! Okay, dann haben wir keine Chance. Rückzug! Für den Stamm! Lauft! Vorräte werden gesammelt. Nehmt die Waffen auf gegen diese Wölfe in Menschengestalt. Lasst eure Krieger in den Kampf ziehen. Ja, da holen wir ein bisschen mehr raus.
Okay. War Boni. Ich sehne mich nach einem Kampf. Nicht möglich. Das können wir nicht. Gibt es nichts weiteres? Angriff! Ja! Okay, hat sehr viel Kavallerie. Fallt zurück! Das bringt im Moment leider noch nichts. Ja, dann war das erstmal die Runde. Dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Reinschalten. Es wird demnächst weitere Let's Plays geben, wie schon angekündigt, bei denen ich euch zum einen weitere Fraktionen vorstelle, zum anderen aber auch eine komplette Kampagne noch durchspielen werde. Das werde ich dann entscheiden, welche das sein wird, nachdem ich euch hier diverse Fraktionen dann vorgestellt habe. Und ich muss mich selber erstmal wieder hier in diese Spieldynamik reinfinden, nachdem ich jetzt ewig lang Company of Heroes und Heroes and Generals für euch bereitgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Reinschalten und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Abonniert mich auch ruhig und empfehlt meine Videos weiter. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.